9 von uns sind entkommen. Sie können euch nur in einer bestimmten Reihenfolge töten. Welche Nummer bin ich? 7? 5? Ich bin Nummer 4. Ich bin der Nächste. Ich bin auf der Flucht, solange ich denken kann. Du darfst nicht auffallen. Ich kann mich gut anpassen. Ich spiele John Smith, die Nummer 4. Er soll als Nächstes umgebracht werden. Er weiß nicht genau, wo er hin will. Er will einfach ganz normal leben, ist aber dazu bestimmt, zu kämpfen. Damit machst du dir keine Freunde. Als Schüler wollte ich nie mit der Herde laufen. Ich war ein ziemlicher Außenseiter, genau wie John. Und je intensiver Johns Gefühle für Sarah werden, desto stärker kommen seine Fähigkeiten zum Vorschein. Jedes Relikt hat seine eigene Funktion. Konzentrier dich. So kannst du lernen, sie zu beherrschen. Ihm wird klar, dass er dieser Krieger werden muss, weil nur er die Macht besitzt, das Böse auszuschalten. Sarah! Wo ist sie? Sarah lernt John kennen, als sie ihn zu seinem Klassenzimmer bringen soll. Sie nimmt an, dass er genauso ist wie die ganzen anderen Jungs, um die sie einen Bogen macht. Aber sie merkt schon nach ein paar Sekunden, dass das nicht stimmt. Damit machst du dir keine Freunde. John. Sie sind gleich so offen und ehrlich zueinander. Sie verstehen sich sofort. Woher kommst du bloß? Die Figuren, die ich gespielt habe, sind so spannend, weil sie so unterschiedlich sind. Von Glee zu Ich bin Nummer 4 musste ich komplett umschalten. Ich glaube schon, dass ich Sarah ähnlich bin. Sie ist die Künstlerin, die neue Abenteuer wagt. Warte! Komm mit mir. Der Film hat eine tolle Botschaft für Mädchen im Teenageralter. Seid stark, mutig und schafft es aus eigener Kraft. Dir wird's hier gefallen. John Smith. Okay, du willst mir deinen Namen nicht sagen. Was ist das? Sieht aus, als wolltest du abhauen. Das ist eigentlich privat, okay? Ich war schon an vielen Orten, aber hier gefällt's mir besonders. Du hast diese Kräfte nicht ohne Grund. Indem du dich konzentrierst, lernst du sie zu kontrollieren. Sie sind hier. Wo ist der Junge? Es kommt noch mehr auf dich zu. Ich werde nicht zulassen, dass dir jemand wehtut. Ich laufe nicht davon. Du kannst die Zukunft nicht aufhalten. Hilfe! Sarah! Wo ist sie? Du hast keine Ahnung, wie viele Opfer erbracht werden mussten, damit du leben kannst. Wenn sie dich töten, werden wir alle sterben. Wer bist du? Nummer 6. Zu zweit seid ihr stärker. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin.